Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Splinter Cell Double Agent. Ich bin Sam Fischer LP und wir machen hier mal wieder weiter, wo wir aufgehört haben. Wir sind jetzt hier am obersten Punkt des Tankers angekommen und haben jetzt noch eine Mission offen, und zwar müssen wir die Crewmitglieder vergasen, die ein wenig kampfunfähig machen. Dazu muss ich rausfinden, wo ich hin muss, und da gehen wir jetzt einfach mal in die 3D-Karte rein. Und die zeigt uns ein Pünktchen im Inneren. Allerdings immer noch da, wo wir im Grunde sind. Und ich sehe, da vorne ist eine Einstiegsluke und die werde ich jetzt einfach mal benutzen. Weil hier so ein schönes Seil ist. Ja. Dann wird uns auch mal... Wird uns auch ein bisschen wärmer. Du weißt, dass K.O.-Gas in Gebäuden schnell tödlich wird. Das wird kein schöner Anblick. Genau so habe ich mir das gedacht. Toll. Ja, das sieht doch aus wie ein Lüftungssystem hier. Hab das Lüftungssystem gefunden. Aber recht dunkel. Ich habe vorhin schon die Helligkeit ein bisschen hoch geregelt. Damit man hier auch mal was sieht. Was soll ich machen? Ich speichere mal. Weil da oben, das ist ja so ein schöner kleiner Durchgang. Ach so, funktioniert das, okay. Noch eine? Nee, hat sich wohl erledigt. Hier vielleicht auch nicht? Gut. Ich springe mal da hoch und bewege mich mal durch diesen Klettergang, weil der so hübsch aussieht und weil der mich neugierig macht. Ach, da geht's wieder nach draußen, oder? Achtung! An die gesamte Besatzung! Die Offiziere wurden ermordet! Bring Kommando sofort unter Deck! Anscheinend ist unser Freund der Kapitän ein wenig nervös. Kann ich ja gar nicht verstehen. Ja, dein Freund der Kapitän ist zum Problem geworden. Schalte ihn aus, bevor er etwas Unüberlegtes macht. Anscheinend ist er zum Bug des Schiffs gerannt. Such ihn! Ich gehe ihn suchen. Okay, hier drin sieht es nicht mehr so hübsch aus. Die sind alle ein bisschen platt. Ich gucke jetzt nochmal kurz in die Mission rein. Das haben wir immer... Was? Was? Oh oh. Nee, oder? Ich habe gerade irgendwie so einen fiesen Gedanken, dass das da... Nee, oder? Wo ist denn die Mission von gerade? Jetzt steht da nur noch Supertanker kapern. Das heißt, was ich gerade gemacht habe, war völlig umsonst, oder was? Ah, nerv. Okay. Dann gucken wir noch auf die Karte. Und guck mal, wo wir lang müssen. Der Kapitän, der befindet sich da vorne. Jetzt muss ich rausfinden, wie ich da hinkomme. Vielleicht in die... Was war das? So. Naja. Nee, dann mal nix wie raus hier. Da ist ein böser Mann. Den will ich jetzt aber nicht haben. Ah, da muss ich aber hin. Wie mache ich denn das jetzt? Jetzt hat er mich auch noch gesehen. Gut, versuchen wir es mal von der anderen Seite aus. Die Tür da vorne habe ich gerade eben benutzt, ne? Komme ich hier nicht mehr runter? Oh, wer hat sich denn den Quatsch ausgedacht? Ah, Moment, ich kann da hochklettern. Und dann über das Rohr nach unten. Das sollte funktionieren. Ach so, genau. Und dann komme ich wahrscheinlich an diesem Gerümpel, was da vorhin war, leichter vorbei. Und kann dann auf die Art und Weise direkt nach vorne, ohne... Oder? Schaff mir den Container aus dem Weg. Ja, naja, gut. Ich mein Gott, der Typ ist aber sehr angespannt. So,
Das war der Kapitän gerade, um den ich mich kümmern soll. Dann rennen wir dem nochmal hinterher. Frage ist nur, bringt das was zu rennen? Weil hier sind ja bestimmt irgendwelche Kerle unterwegs, die mich sehen. Oh, das sieht gut aus. Da ist so ein kleiner Container offen. Der ist ja wie für uns gemacht. Ja. Ach so, da konnte ich so einen Gegenstand wahrscheinlich aufheben. Aber meistens brauche ich die... Mist, hätte ich vielleicht doch gebrauchen können. Suchen wir mal. Ich muss wahrscheinlich die Treppe da hochrennen. Hä? Wenn der jetzt hierher kommt, habe ich eh verloren. Der kommt, oder? Und jetzt dreh dich schön wieder um. Sehr gut. Brav. Los. Ja, du mich auch. Ja, das war nix. Da die mal wieder stehen bleiben müssen, ne? Oh. Hm. Aber der dreht sich doch bestimmt gleich wieder um, oder? Ja, macht erstmal den Handscoop in die Luft. So, jetzt aber. Hey, wie nervig ist das, dass dieser eine Abschnitt gerade weggefallen ist, dass ich die... Weil dann habe ich das ja wirklich umsonst gemacht. Mist! Den habe ich nicht gesehen. Boah, ich bin schon wieder so abgelenkt. Und ich habe den Timer schon wieder nicht gestellt. Ich habe zwar das Gefühl, dass die Mission sowieso gleich abgeschnitten ist, abgeschlossen. Aber, komm. Naja, machen wir mal so. Ist doch eigentlich auch nicht so wichtig. Das ist ja nur so eine grobe, so ein grober Anhaltspunkt. Darf ich nur nicht zu laut sein. Wo zur Hölle muss ich hin? Muss ich da hin? Nee. Ich versteck mich mal kurz hier. Und check erstmal die Lage, wo ich überhaupt hin muss. Ob ich schon in der Nähe bin. Ich meine, diese Luke da, die sah ja schon sehr verdächtig aus. Könnte sogar hinkommen, dass die das ist. Ich würde sagen, wir probieren das einfach mal aus. Zack. Ah, die geht gar nicht auf. Dann war sie es wohl doch nicht. Wo bin ich denn jetzt? Ja, ist voll schwer, hier die Orientierung zu kriegen. Okay. Da war der, okay. Dann mache ich folgendes, dann lade ich nochmal. Wir müssen hier wieder runter. Hä? Nee, kann auch nicht sein, oder? Hä? Das soll doch hier sein, oder nicht? So, hier ist Sam und da ist der Typ. Verstehe ich nicht. Ah, da oben. Vielleicht. Da hoch. Oder? Ich bin zumindest gewillt, das einfach mal zu probieren. Da ist auch wieder einer. Das Ding sieht doch irgendwie cool aus. Das muss doch irgendeinen Sinn haben. Frage ist nur... Scheiße, wie komme ich da hoch? Naja, so geht's schon mal nicht. Boah, ich würde doch zu gerne da hoch klettern. Aber das geht nicht. Und wenn das nicht geht, kann das ja auch nicht so gedacht sein, oder? Scheiße, verdammte, wo muss ich hin? Ah, das sah doch gerade aus wie so eine Art Führerkabine. Führerkabine klingt irgendwie ein bisschen fies. Ihr wisst, was ich meine, oder? Nee, war doch nicht. Das sind nur diese komischen Automaten hier, die irgendwie keinen Sinn ergeben. Das
Das ist es auch nicht. Boah, wo zum Henker ist der Kerl? Ja, ja, schieß ruhig auf mich. Ich schau mich hier in Ruhe erstmal um. Ich raff da nicht, wo muss ich hin? Ich muss doch quasi direkt da sein, oder? Ah, Moment, da war ich gerade. Der Typ ist da. Das heißt, Leiter runter, dann da vorne hin. Ah, alles klar. Das kriegen wir hin, oder? Da ist eine Luke. Da ist eine Luke. Da muss ich hin. Die habe ich gerade gar nicht gesehen. Aha. Ja, dann wollen wir mal gucken. Ob der das Ding versenken kann. So, scheiße, wie geht's jetzt weiter? Es klang ja so, als wären da mehr als nur einer. Ah, das... Da kann ich mich noch ganz dunkel erinnern an die Scheiße hier. Da habe ich, glaube ich, auch richtig ewig dran gehangen. Mist, Alarm. Ist aber auch schwierig jetzt hier irgendwie die Peilung zu kriegen, wo die Gegner sind. Boah, wieso bin ich denn schon wieder nicht bewaffnet? Naja, gut, dann eben so. Wieso hat der Sack keine Munition für die blöde Pistole? Das kann nicht sein, ey. So, wie komme ich jetzt da runter, ohne erkannt zu werden? Da oben, oder? Nee. Irgendwo ist hier doch noch Licht. In irgendeiner Ecke verstecken. Speichern. Muss erstmal gucken, wo ich überhaupt hin muss. Das sieht hier alles. Ah, da war eine Treppe. Naja, gut. Was ist mit dem Kerl? Ist der das? Nee, der ist halt nicht, oder? Wie kapert man denn einen Supertanker? Komm ich hier vorbei? Nee. Uns ist da doch nicht. Mädels, wo muss ich hin? War das gerade, wo ich hergekommen bin? Ja, ne? Da sind irgendwelche Steuerkonsolen. Da kann ich was ausschalten. Ah! Guck mal einer an, damit kann man ja Licht ausmachen. Dann mache ich jetzt. Ach ne, jetzt bin ich eh schon hier unten. Was muss ich denn jetzt überhaupt machen, verdammt? Nur den Supertanker kapern, ne? Ja. Und wie mache ich das? Ziel ist es, die Kontrolle über den Tanker-Rublev zu erlangen. Dazu müssen sie den Kapitän des Schiffs zu jedem Preis überwältigen. Daher droht das Schiff in die Luft zu jagen. Ja, dann gucken wir mal, wo der Kapitän sich aufhält. Da eigentlich momentan nur der Kerl hier rumhängt, habe ich so das Gefühl, das ist der Kapitän. Vielleicht ist das aber auch nicht. Ich glaube, der war es nicht. Das können wir dann natürlich nicht sitzen lassen. Ah, da muss ich lang. Okay. Dann machen wir jetzt Folgendes. Dann gehe ich jetzt hier lang. So, speichern. Dann warte ich mal kurz, was der da macht. Der wird jetzt wahrscheinlich erstmal gemütlich im Kreis laufen. Sieht der mich, wenn ich mich jetzt hinter denen entlang bewege? Wahrscheinlich nicht. Oh oh. Wow, der sieht aber sehr elegant aus, wenn der da so nach oben guckt.
wenn der so bleibt. Könnte meinen, er hat was gehört. Safe. Ah ja, gut. Das heißt, der bleibt so. Dann lenke ich den mal ab. Mit einer Kamera. Lärmausrüsten-Taste. Okay. Da bin ich dann auch schon mal vorbei. So, kann man hier noch irgendwas Hübsches machen? Da hinten vielleicht. Nein, speichern. Dann mal nix wie durch die Tür. Soll ich die von innen schließen? Ja, warum eigentlich nicht? Boah, ist das kompliziert. Ich dachte, ich wäre schon da und jetzt muss ich noch weiter klettern. Speichern. Da rennen wir mit Taschenlampe rum. Aber wenigstens ist es schön dunkel hier. Das ist ja wieder prädestiniert für unseren Sam. Um uns ein bisschen hier durch die Gegend zu schleichen. Allerdings wüsste ich jetzt auch gerne, wo ich überhaupt lang muss. Da war eine Lampe, das ist schon mal nicht so geil. Das ist nicht der Kapitän. Aber es bleibt auch nicht mehr viel übrig. Da ist eine Treppe und da ist eine Tür. Man kann die Tür sogar öffnen. Ich weiß nicht, ob das so klug war. Das Wasser steigt. Und ich weiß nicht, wo ich lang muss. Muss ich da runter? Nee, oder? Oder doch? Ich würde mal sagen, bevor ich das nochmal mache, versuche ich erstmal die Treppe hochzusteigen. Oh, das ist so dumm, wenn man hier nicht weiß, was man machen soll. Das nervt mich gerade mal schon wieder total. Weil das wäre halt eine Option, dass ich da das Wasser einlasse. Aber dazu will ich ja erstmal wissen, ob ich das überhaupt muss. Und dazu muss ich erstmal wissen, wo der blöde Kapitän rumhängt. Und das kann ich nur, wenn ich mich hier so ein bisschen umschaue. Das war jetzt nicht so klug. Nee, der kommt runter. Ah, nein, ey. Ist das ein Mist? Naja, lass mal die Lampe mal Lampe sein. Klettern einfach mal so hoch. Dann sind die schon mal nicht so misstrauisch wie gerade. Oh. Oh Mist, hier sitze ich in der Falle. Und der Typ kommt genau auf mich zu. Das war ja mega intelligent. Vielleicht habe ich Glück und... Aha, ich habe Glück. Schnell weg mit der Waffe. Ja, ich schaue mich jetzt hier erstmal ein bisschen um. Bevor ich das, was ich gerade gemacht habe, nochmal versuche. Weil irgendwie muss das Ganze doch ein Ende haben. Aber das sieht mir nicht so aus, als... Oh.
der das? Ja, das ist der. Zack. Oder ist es doch nicht? Der sieht doch aus wie ein Kapitän, oder? Oder ist es ein Soldat? Ne, das ist auf jeden Fall der Kapitän. Und was mache ich mit dem? Soll ich den betäuben? Und jetzt? Was? War das doch nicht? Oh Mann. Entweder habe ich hier Geisterbilder auf dem Schirm oder sind noch Gegner übrig. Danke für den Tipp. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich jetzt da hochkletter, komme ich auf der Landebahn aus, oder? Kann das sein? Ah ja. Dann war das wohl doch noch nicht richtig. Dann hätte ich wohl... ich verstehe das nicht. Jetzt muss ich doch die Typen betäuben, oder was? Das steht doch da gar nicht. Da steht Auftrag, Supertanker kapern, bla bla bla, ne? Dann steht hier Lämmert kontaktieren und so weiter. Das haben wir alles erledigt. Keinen Alarm auslösen. Ich raff's nicht. Dann werde ich jetzt doch mal das Knöpfchen da drücken. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll, verdammt, das gibt's doch nicht. Die Lampe da stört. Die Soldaten stören. Ich wüsste mal gerne, wofür das hier überhaupt gut sein soll. Ein automatisches Kenterungssystem oder was? So, was passiert jetzt? Wer hätte dann die Möglichkeit, mich zu sehen? Der Typ da oben, natürlich. Wer auch sonst. Mach ich mal besser die Tür wieder zu. Habe ich hier eine optische Sicht? Nein, habe ich nicht. Das heißt, ich muss hier bleiben und warten. Während da gemütlich das Wasser steigt. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist keine gute Idee. Kapern heißt doch übernehmen und nicht versinken lassen, oder? Also so von meinem Laienverständnis her. Okay, das ist gar nicht gut. Das ist mega ungut. Hä? Habe ich hier gespeichert? Oh, ich habe hier gespeichert. Ich bin blöd. Bin ich ein Trottel? Jetzt ist es auch egal. Was wohl passiert, wenn ich da runterspringe? Soll ich das mal probieren? Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist eine ziemlich blöde Idee, aber ich probiere es. Okay. Ah, guck mal. Jetzt beweg dich. Ich bin einfach mal neugierig, wo es hier lang geht. Bisschen experimentieren. Aber irgendwie komme ich dann da an, wo ich gerade schon war, oder? Kann das sein? Ja, alles klar. Da ist wieder der Captain. Oh, oh. Sam, versuch hinter ihm reinzukommen. Oh Mann, sei bloß vorsichtig. Ja gut, ich würde fast sagen, das machen wir nochmal. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Hätte ich gewusst, dass das aufs Gleiche hinführt, hätten wir das wie gerade machen können, weil das war doch sehr elegant, muss ich sagen. Ich bin da ganz gechillt hingekommen, habe den ganz gechillt von hinten erledigt. Muss ich nur schnell sein. Das war zu schnell.
Warte, da kann ich hochklettern. Oh, Sam. Sam! Oh, Sam! Dieser Trottel. So, hier kann ich auch hoch. Oh, es gibt also echt Sachen, die kriegt der nicht hin. Was war das denn? Dumm stellt er sich denn jetzt schon wieder an, ey. Könnte ich mich ja schon wieder aufregen. So, wo wird der hingehen? Da lang. Oh, ich halte gerade voll die Luft an, weil das so spannend ist. Wie hat der mich denn jetzt schon wieder gesehen? Ich gehe da lang. Das war gerade am besten. Ja, was? Boah, diese Geräusche immer. Yo. Ist klar. Wie, Sam, was machst du für einen Scheiß? Stell ich mir nicht so doof an. Oh oh. Ich muss wohl warten, bis der mal ein paar Meter gelaufen ist. So, der läuft hier randommäßig durch die Gegend. Ah, witzig. Oh! Nein, falsche Taste! Falsche Taste! Jetzt habe ich ihn. Mein Gott. Vorne ist es schön dunkel. Also das ist auf jeden Fall der Kapitän. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Allerdings habe ich immer noch keinen Plan, was ich hier überhaupt machen soll. Ich könnte mal... Entweder habe ich hier Geisterbilder auf dem Schirm oder sind noch Gegner übrig. Danke für den Tipp. Okay. Ja, also gut, ich muss mich wohl doch noch um ein paar Gegner kümmern. Das werden wir dann auch mal machen. Ich gehe jetzt mal in die Richtung hier. Wir haben ja gerade... Sam? Willst du mir doch nicht erzählen, dass ich nicht mehr zurückkomme, oder? Boah! Ey, das nervt echt. Was ist hier los? So, gucken wir uns auf der Karte mal an. Ja, toll. Und was mache ich jetzt hier? Hier wird quasi die Mitte von dem Schiff gezeigt. Aber irgendwie wird hier nicht erklärt, was ich machen soll. Der Wasserspiegel steigt auch nicht wirklich, obwohl das eigentlich sollte, weil ich ja die Schraube da ausgemacht habe. Also gerade bin ich übelst überfragt, was ich jetzt hier noch machen soll. Außer wie so ein Vollidiot hier durch die Gegend zu klettern. Es gibt eigentlich nur noch eine Möglichkeit, die ich habe. Und das ist nach oben klettern und noch ein, zwei so Leute betäuben. Warte, wie sieht das auf dem Radar aus? Da sind ein paar Rote, die mich wohl suchen. Und... ja. Ja, es gibt eigentlich nur noch eine Möglichkeit, dass ich noch ein paar Leute betäube. Was anderes fällt mir jetzt gerade nicht ein. Also klettern wir erstmal hier raus. Mal eine Runde speichern. Wie sieht jetzt mein Ziel aus? Ah,
Da liegt ein Gelber rum. Das ist der Kapitän. Wurde der wieder geweckt? Ich weiß es nicht. Ach so, genau. Ja, naja, dann kümmere ich mich halt noch um ein paar Leute. Kann ja nicht sein, dass ich mich um alle kümmern muss. Es wurde ja gesagt, ich soll so und so viele erledigen und dann wird mir Bescheid gegeben, aber kann ich mich da drauf verlassen? Der Timer sagt nein. Boah, ich bin gerade echt ein bisschen überfragt, was ich hier machen soll. Soll ich wieder da rufen? Hat der gerade gesagt, noch sechs? Klar, ich habe ja auch sonst keine Hobbys. Wie soll ich denn hier... Ey, was? Na ja, gut, dann werde ich den erstmal machen. Okay, naja gut, jetzt wissen wir wenigstens, was wir machen müssen. Die Frage ist nur, wie mache ich das? Oh, der wird mich sehen, oder? Ja. Der hat es schon drauf angelegt. Dann werde ich mir den von hinten holen. Also erstmal gemütlich hier drumrum tänzeln. Sechs Gegner noch, ey. Ist klar. Wo soll ich die überhaupt alle hernehmen? Ich meine zwei hier und dann sind es immer noch fünf. Ich hab auf den kann man befragen. Willst du kooperieren? Sie müssen sich stellen. Ja. Ist keine große Hilfe. Hören Sie, der Kapitän will das Schiff versenken. Selbst wenn wir das Heil überstehen, werden wir hier draußen sterben. Es gibt kein Zurück. Dann sag mir, wo ich ihn finden kann. Er ist unten in den Tankräumen. Sabotiert alles, was er finden kann. Super. Hä? Noch sechs. Oho, sie kommen ja gut voran. Naja, wie man's nimmt. Den hole ich mir jetzt so. Zack. Weil ich's kann. Ah ja. So, da gucke ich jetzt mal, ob ich da unten die fünf erledigen kann. Wie sieht denn das aus? Da ist einer, da sind zwei und da ist einer. Das reicht nicht. Da muss ich dann nochmal auf den Weg, der hinter mir liegt. Ich glaube, da unten war ja noch einer, ne? Den könnte ich mir auch noch holen. Dann sitzt noch vier. Wo ist denn der Kerl? Ist das der, den ich gerade... Ne, da hinten rennt der rum. Speichern. Wie nervig. Das hätte ich direkt machen sollen, dann wäre das wirklich mein Endgegner gewesen, der Kapitän. Aber das habe ich ja jetzt irgendwie gar nicht kommen sehen, dass ich wirklich die Typen da erledigen muss. Das ist nervig wie Sau. Aber okay. Das quetsche ich jetzt noch in den Part hier rein, weil das eigentlich nicht mehr so lange dauern sollte. Und weil ich einfach neugierig bin. Noch vier. Noch vier. Danke. Ich doch nicht. Gucken wir nochmal auf die Karte. Ob das jetzt vielleicht reicht. So, da ist einer, da ist einer, da ist einer. Ich sehe nur zwei. Ja, reicht nicht. Also noch ein Stück weiter zurück. Der Typ hat ja zum Glück das gerade für uns hier freigeschaufelt. Deswegen sollte es eigentlich recht easy sein, hier ein bisschen umzuschauen und noch irgendwo einen Gegner zu finden. Da höre ich was. Ich speichere mal kurz. Was ist das für ein Geräusch? Nee, das ist kein Gegner. Das ist irgendwas, was in der Luft flackert oder flattert. Oh! Das ist genau der, den wir gesucht haben.
Den hole ich mir jetzt. Oh oh. Was wird der tun? Die Frage ist, kann der da durch? Uah! Mist. Ja, dann kümmere ich mich doch lieber mit Waffe um den, damit ich halt auch mal den Taser benutzt habe. Ich habe ja auch nur 2 Schuss. Das ist nicht gerade die Welt. Wenn ich nicht treffe, habe ich versagt. Doch, hat geklappt. Ja, natürlich dauert das ewig. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich das machen muss. Spacko. Vielleicht von da oben? Nee, das ist auch doof, oder? Wo geht das da überhaupt lang? Hä? Da ist einer. Tada! Da ist noch einer. Speichern. Okidok. Nur noch 2. Ja, die 2, die hole ich mir jetzt von da unten nochmal. Speichern. Oder? Wie sieht das aus? Das ist halt schwer zu sagen, weil die, die ich betäubt habe, sind jetzt auch immer noch alle hier zu sehen. Das ist ein bisschen dumm gelöst, finde ich. Aber da habe ich schon gut aufgeräumt, muss ich sagen. Ja, ich gehe jetzt da runter und hole mir die letzten 2 da. Damit ich dann auch noch in der Nähe von dem Plateau bin. Aber dass ich da gerade nicht wieder hochlaufen konnte, ne, das ist auch irgendwie so ein Bug vom Feinsten. Hä? Ist hier einer? Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Den da oben habe ich mir da auch schon gekrallt, oder? Da kann eigentlich gar nicht mehr so viel übrig sein. Oder sind hier noch welche? Da oben könnte noch einer sein, aber der ist mir jetzt so weit weg. Ich kletter mal lieber hier runter. Wo ist die blöde Luke da? Da waren ja noch 1-2 Leute, die ich da direkt wegkrallen kann. So, bin ich da. Speichern. Damit man nicht immer so kilometerweit latschen muss. Ja, auch toll. Oh. Uff! Ach, der Depp die Taschenlampe an, ey. Das gibt's ja nicht. Okay, war vielleicht jetzt nicht so klug, gerade da lang zu latschen. Jetzt muss ich nur rausfinden, wo der Typ hin will. Boah, kommt der jetzt hier hin, oder was? Kann ich mir echt nicht vorstellen, oder? Doch, der kommt hier hin. Komm, verballern wir mal ein bisschen Material. Irgendwie war das nicht klug. Ich habe die falsche Taste schon wieder gedrückt. Was ist denn die Ausrüsten-Taste? Gucken wir mal, ob das klappt. Okay, die sind ein bisschen effektiver geworden, wie es aussieht. Na los, legen Sie auch noch den letzten um. Ja.
wird alles gemacht. War der hier unten? Ich glaube schon, oder? Hier war doch noch irgendwo einer. Mindestens einer. Oder? Vertue ich mich da jetzt? Nee. Doch nicht. Doch, hier muss einer sein. Speichern wir mal. Ich renne hier mal ein bisschen rum. Hä? Ist hier echt keiner? Du bist ja... doch auf der anderen Seite. Schön, dass ich hier ordentlich die Türen wieder zugemacht habe. Um es mir nochmal ein bisschen schwer zu gestalten. Okay, der gehört mir. Die Frage ist nur, wie komme ich jetzt dahin? Boah, ist das anstrengend, ey. Das zieht den Part hier jetzt auch schon wieder unnötig in die Länge. Nein, der kommt zurück. Komm, nehmen wir nochmal so ein Ding. No fun. Oh, die sind zu zweit oder was? Oder ist das der von gerade? Nee. Hä? Hä? Wie ist das denn passiert? Da hat mich einer gesehen. Leute, Leute. Das ist aber auch dumm hier mit der Ausrüstung, oder? Aufs Knappste. So, jetzt machen wir das so. Jetzt gehe ich hier lang. Ist ein bisschen ungünstig, dass die Kerle zu zweit zu sein scheinen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja! Sehr gut. Gehe ich da zurück, wo ich hergekommen bin. Da habe ich ja jetzt eh aufgeräumt. Oh, der letzte, bitte. Speichern. Ziel erreicht. Alles klar. Schiff gesichert. Masud kann an Bord gehen. Auf Deck wartet ein Hubschrauber auf dich. In Shanghai gibt es Probleme. Du musst so schnell wie möglich dorthin. Juhu, Shanghai. Beeil dich, Sam. Die Zeit drängt. Das ergibt doch keinen Sinn. Ja, es geht mal wieder in den Osten, in den Fernosten. Das gefällt mir sehr gut. Ich kann mit Shanghai jetzt auch gerade irgendwie gar nichts mehr verbinden. Das ist aber auch cool, weil dann wird ja bestimmt wieder sehr viel Spannendes auf uns warten, sobald ich den blöden Ausgang gefunden habe. Hä? Ah, hier. Da ist er doch. Mensch, Sam. Was machst du denn da? Gott, 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 Gott. Was ein Aufwand. Da ist der Hubi. Kann ich jetzt ganz gemütlich hinschillen. Lalala. Und wieder ein Seilchen ergreifen und... Puh, ich trau mich gar nicht mehr die Statistik anzugucken. Jedenfalls haben wir den Auftrag jetzt auch wieder erledigt. Wir haben abgeschlossen, 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 abgeschlossen. Wir haben auch wieder alles freigeschaltet, was wir freischalten konnten. Und das ist folgendes. Eine Blendwandmine kann nicht ausgerüstet werden. Bewegungsempfindliche Blendmine, die durch Bewegung innerhalb eines Radius von 3 Metern ausgelöst wird, gibt bei Auslösung einen blendenden Lichtblitz ab. Lässt sich manuell deaktivieren, solange das grüne Lämpchen blinkt. Ja, das kennen wir ja noch aus den alten Teilen. Und wir haben einen Schrotgewehraufsatz. Im SC-20K Untermenü auswählen. Schrot, Modul für SC-20K, 12 Gorge Triple Ort Munition für außergewöhnlich hohe Mannstoppwirkung im Nahkampf. Mann, das ist vielleicht ein Begriff. Mannstoppwirkung. Ermöglicht Doppellauffeuer mit dem SC-20K für unterschiedliche Gefechtsentfernungen. Meine Güte. Also da waren wohl richtige Waffennarren mal unterwegs hier bei Double Agent. Da gibt's ganz interessantes Spielzeug. Was mir schon mal gut gefällt, ist hier, die Balken sind beide komplett voll. Was mir nicht gefällt, ist, glaube ich, was jetzt kommt.
20%? Oh mein Gott, warum das denn? Okay, für die Gegner nicht, sondern... 2 gefundene Körper. Ah, das hätte ich mir denken können. Oh mein Gott, das Spiel ist... Naja. Ich glaube, das mit den 100% ist jetzt eher so ein Wunschdenken, weil... Gott. Und ich habe schon wieder geklickt. Egal. Während der da im Hintergrund redet, sage ich schon mal. Ich hoffe, dass dieser Part euch auch wieder ein bisschen gefallen hat. Auch wenn irgendwie mein Ziel von den 100% in diesem Spiel nicht so ganz hinhaut. Wie gesagt, es ist semi-blind. Ich weiß nicht, wie, was, wo, wann. Vielleicht mache ich es irgendwann nochmal, aber im Moment will ich das eher einfach nur durchspielen und ich würde sagen, komm, sind es halt nur 20%. Bis zum nächsten Mal, euer Sam Fischer LP.